Liebes Taz-Publikum, guten Abend. Wir melden uns hier mit der Release-Party des neuen Jahrbuch Sexualitäten 2021. Liebes Publikum, querster Art, es ist ein sehr schwüler, man könnte fast sagen ein sehr schwuler und sehr lesbischer, insgesamt querer Abend hier in Berlin. Das freut uns sehr. Wir haben ganz viele Leute, die erste Leserinnen sein werden. Das hören Sie später. Das ist der 161. Taz-Talk und es ist in diesem Zusammenhang, wir danken der Taz inständig, der 19. Taz-Queer-Talk. Wir haben eine große Verbreitung über diese Queer-Talks. Wir sind total dankbar und wir wissen das sehr zu schätzen, dass wir mit der Taz kooperieren können für dieses demokratische Anliegen, das unter anderem auch Queer Nations transportiert. Ich habe an meiner Seite heute als Moderator den Mitherausgeber des Jahrbuchs Sexualitäten, den Literaturwissenschaftler und vielfältigen Buchautor Dr. Benedikt Wolf von der Universität Bielefeld. Dann will ich noch sagen, dass all das, was wir heute machen, ohne die Unterstützung durch das Forum Tazalich, das ist die freiwillige Spendenplattform, der Taz überhaupt nicht denkbar wäre. Wer mich auch schon öfter gehört hat, wird wissen, dass ich Geiz für eine der schlimmsten Tugenden halte, die es überhaupt unter der Sonne gibt. Seien Sie nicht geizig, gehen Sie auf Tazalich, spenden Sie. Das nützt allen uns und vor allen Dingen auch unserem Taz-Queer-Talk heute. Und jetzt übergebe ich an Benedikt Wolf. Und ich sage noch einen Satz zu Jan Feddersen. Jan Feddersen ist Redakteur bei der Taz, Publizist und Mitbegründer und Vorstand der Initiative Queer Nations, die ja sozusagen auch der Auftraggeber für das Jahrbuch Sexualitäten ist. So sieht das Jahrbuch Sexualitäten 2021 aus. Es ist sehr grün, würde ich sagen, genau wie unsere Bände alle immer sehr deutliche Farben hatten. Es ist seit 2016 jetzt das sechste Jahrbuch Sexualitäten. Auf dem Cover sieht man übrigens ein Foto des Johanneseck. Das war eine Kneipe im damaligen Ostberlin in der nördlichen Friedrichstraße. Und in diesem Johanneseck spielt eine Erzählung von Peter Rausch, die wir erst veröffentlichen im Jahrbuch Sexualitäten 2021 und über die ihr und sie später noch mehr hören werden. Und damit übergebe ich wieder an Jan. Das Jahrbuch Sexualitäten ist für diese Nummer herausgegeben worden von Benedikt Wolf und auch mir. Und mit im Herausgeberinnenkreis sitzt auch noch Rainer Nikolaisen von der Uni Hamburg, Benno Gammerl, der mittlerweile an der Europäischen Universität in Florenz lehrt und arbeitet und letztlich auch die Erziehungswissenschaftlerin. Für diese Nummer hat sie uns ausgeholfen und mitgewirkt, Melanie Babenhauser-Heide von der Universität Bielefeld. Kurz zum einen Überblick über den Aufbau unseres Jahrbuchs. Wir haben immer eine Reihe von Rubriken seit dem ersten Jahrbuch, die will ich kurz vorstellen. Es beginnt jedes Jahrbuch mit einem Essay, der ein wenig versucht, auf Aktuelles zu reagieren und eine etwas freiere Form ist. Wir haben dann die Rubrik Queer Lectures, sozusagen der Kernbestand des Jahrbuchs, das heißt ausführliche wissenschaftliche Aufsätze, die jeweils auf Vorträge zurückgehen, auf Queer Lectures, die auch tatsächlich gehalten wurden. Im Falle dieses Jahrbuchs, ich glaube, fast alle sind online gehalten worden. Wir haben dann jedes Mal ein ausführliches Gespräch zu einem Thema, das wir uns in der Redaktion gemeinsam vornehmen. Und dann haben wir die Rubrik Miniaturen. Das sind in diesem Jahr 8 Miniaturen. Das sind kleinere und freiere Formen. Das reicht vom Bericht über eine wissenschaftliche Tagung, über eben auch einen literarischen Text kann dabei sein, eine Fotostrecke, kurzer wissenschaftlicher Beitrag und so weiter. Und dann haben wir eine Rubrik Rezensionen zu aktuellen Veröffentlichungen zum Themenfeld des Jahrbuchs, also Sexualitäten im weitesten Sinne, die das Jahrbuch jeweils beschließen. Wir gestalten die Veranstaltung heute so, dass wir erste Leserinnen, so nennen wir das immer, gebeten haben, einzelne Beiträge vorab schon zu lesen und uns kurz jeweils ihren Eindruck zu schildern in einem knackigen Referat.
Und damit beginnen wir jetzt und ich übergebe wieder das Wort an dich, Jan. Ja, nun könnte man fragen, wie kommen wir eigentlich zu diesen Erstleserinnen? Und das sind Menschen, die Sie gleich und die ihr gleich kennenlernen werdet, die wir mögen, die wir kennen, die wir registriert haben, die auf eine jeweils ihre ganz spezifische Art klug und originell sind. Originell ist ja so ein etwas so ein komisches Wort, aber das meinen wir wirklich so, da gibt es einen anderen Blick und das gehört eben auch mit zum Jahrbuch Sexualitäten, dass wir einfach einen anderen Blick wagen. Also dass wir vielleicht hier auch Konventionelles jenseits der jeweiligen Mainstream-Ideologien verlassen wollen. Und jetzt wollen wir Ihnen und euch den ersten Leser vorstellen, und zwar von einem Aufsatz, den wir uns in der Redaktion im Herausgeberinnenkreis überlegt haben von Marco Kammholz. Wir haben gedacht, in Corona-Zeiten können wir als Jahrbuch Sexualitäten eigentlich nicht auskommen, ohne dass wir etwas zu Corona haben, aber zumindest wesentlich schwule Männer kennen ja diesen Kontext von epidemischem, also aus dem AIDS-Zusammenhang seit den frühen 80er Jahren. Und Marco Kammholz hat dazu ein Essay geschrieben. Und Dirk Sander von der Deutschen AIDS-Hilfe kennen wir schon sehr lange. Und er ist einer der kundigsten AIDS-Arbeiter und AIDS-Geistesarbeiter auch überhaupt. Er ist Soziologe und lebt in Berlin. Dirk Sander, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Sexualität in Zeiten der Corona-Krise. So ist die Überschrift der Abhandlung von Marco Kammholz im aktuellen Jahrbuch. Und ich habe mich auch gefreut, als ich angefragt wurde, ob ich nicht Lust habe, der Erstleser zu sein. Denke aber auch, dass die Wahl nicht ganz zufällig war, weil auch die Deutsche AIDS-Hilfe, für die ich arbeite, und deren Kommunikation zu Beginn der Corona-Krise in seinem Aufsatz nicht wirklich gut wegkommt. Nämlich als im Frühjahr 2020 die Pandemie Covid-19 mit Wucht in unser aller Leben trat, war auch ich zunächst irritiert bis geschockt darüber, wie die Institutionen, die sich um die sogenannte sexuelle Gesundheit der Bevölkerung bemühen sollen, geradezu reflexartig und gar nicht mehr sexpositiv reagierten. Und eigentlich konnte jeder verstehen, dass bei dem ganzen Getöse zu Abstands-, Schutz- und Hygieneregeln nicht nur das Leben insgesamt in Gefahr zu sein schien, sondern natürlich auch die Sexualität von diesem Virus und seinen Ablegern betroffen war und noch ist. Und in dem medialen Dauerfeuer wurde auch gleich mitgeliefert, was einem drohen könne, wenn man sich nicht an die Maßnahmen des Seuchenschutzes halten würde. Und es war nicht wie in der AIDS-Krise der Sensenmann, der in Stellung gebracht wurde, sondern das Intensivbett im Krankenhaus, nebst den Beatmungsgeräten. Und diese Bilder waren in ihrer Omnipräsenz ja auch real, aber auch ziemlich unwirklich. Ich habe schon damals im Frühjahr 2020 den Kontakt zu Marco Kammholz gesucht, um ihn um eine Einschätzung des Beobachteten aus Sicht der Sexualwissenschaften und der Psychoanalyse zu bitten. Und er war auch damals schon längst dabei, die Situation zu beobachten, zu beschreiben und zu analysieren. Ein Output seiner Umsicht und seines Nachdenkens dazu findet sich jetzt gleich zu Beginn im Jahrbuch der Sexualitäten. In der Pandemie, so schreibt der Autor, treten nun die Gewalt durch die Natur, das Vernichtungspotenzial der Menschheit, die Endlichkeit menschlichen Lebens und die Verletzlichkeit des Körpers derart geschlossen in Erscheinung, dass daraus zugleich hochgradige Widersprüche für das gesellschaftliche und, ich möchte hinzufügen, das individuelle Leben entstehen. Während man individuell Abstand zu den Mitmenschen sucht, wird die Menschheit gleichzeitig auf einzigartige Weise global kollektiviert. Man zeigt in der Pandemie Fürsorge, indem man andere meidet, obwohl man doch in Krisen gerade auf Zuwendung, Nähe und Intimität angewiesen ist. Marco Kammholz beleuchtet die bisher zu beobachtenden Wechselwirkungen zwischen der Sexualität selbst, dem Sprechen über Sexualität und den sozialen und psychischen Effekten. Das Sexuelle, so schreibt er, gibt die Hygiene- und Schutzgebote, die hinsichtlich des Übertragungsrisikos gelten, nicht ungefiltert wieder. Zwar können Maßnahmen der Mäßigung, der Einsicht, des Rückzugs und der Grenzwahrung sexuell in Aktion treten und natürlich auch sexualisiert werden. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sexualität mitunter eine grenzüberschreitende, drängende, besudelnde, verbindende, radikal assoziative und irrationale Angelegenheit darstellt. In der Pandemie und der Auseinandersetzung über Sexualität werden zwei Richtungen in Stellung gebracht. Einerseits
ein aus epidemiologischen Notwendigkeiten abgeleiteter Sexualkonservatismus und andererseits ein Optimierungs-, Gefühls- und marktorientierter Sexualliberalismus. Und zwar, so schreibt er, in einem mitunter hysterisch anmutenden Wechselspiel. Da wird plötzlich gefeiert, dass die Menschen enthaltsam seien. Es wird lapidar mitgeteilt, dass Singles jetzt keinen Sex hätten. Da gerät mal wieder die Jugend unter Verdacht, die sich vor vermeintlichen Superspreading-Ereignissen ohne Sorge gehen ließe. Man empört sich und ruft zur Ordnung. Es werden aber auch mehr oder weniger freundliche Angebote gemacht. Solo-Sex und gemütlicher Romantik-Sex mit Gleichgesinnten vor der Kamera wird plötzlich als das Nonplusultra eingeführt. Sex-Buddies, Knuffelkontakte, Bauempfehlungen für das erste eigene Glory-Hole. Leider ohne Bauanleitung. Es verging zunächst Wochen, so schreibt Kammholz, bis in den Botschaften der zivilisatorischen Selbstverständlichkeit Rechnung getragen wurde, dass Sex an sich nicht untersagt ist, dass direkte Kontakte nicht eingestellt werden müssen, dass Sexualität nicht grundsätzlich eingestellt werden kann und muss und dass Sexualität in aller Regel zum psychischen und körperlichen Wohlbefinden beitragen kann und dass die Befriedigung sexueller Bedürfnisse auch unter pandemischen Bedingungen zwar nicht immer gesund, aber sinnvoll ist. Aus Sicht der Prävention muss ich persönlich feststellen, dass die Gefährdungskommunikation von uns und anderen im Feld auch massiv Scham in der Pandemie produziert hat. Scham, die wir eigentlich abbauen wollen. Das zeigte sich zum Beispiel in unseren Beratungsangeboten und Teststellen, in denen sich Menschen nun entschuldigten, dass sie trotz der Pandemie Sex gehabt hätten, Sex haben und sich nun einem HIV- oder STI-Test unterziehen wollen. Kammholz hält auch fest, dass viele Menschen insgeheim wissen, dass der Verzicht auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse ihnen langfristig schadet und sie daher einen individuellen Spielraum geltend machen. Und dass das nicht alarmierend, sondern im Gegenteil erfreulich sei. Abschließend führt der Autor aus, welche Auswirkungen die Moderne, auch unabhängig von Corona, auf das Sexuelle hat. Zitat: In der Pandemie hat sich nicht das Sexuelle grundlegend verändert, doch die semiotischen Koordinaten seines Hervortretens sind andere. Augenblicklich scheint somit im sozialen und sexuellen Leben verschwunden, was ohnehin bereits fortschreitend abhanden kommt. Die Zerstreuung, welche Kalkül, Grenzen und Vernunft verwischt. Weil jene Zerstreuung aber in Momenten des Sexuellen trotz allem fortlebt, erhebt die Sexualität auch weiterhin Einspruch gegen die Realität und erhält darin einen Anspruch auf Glück aufrecht. Im Unglück der Pandemie gilt es, an diesem Anspruch festzuhalten, weil er auf das Leben verweist, ohne sich in Sicherheitsmaßnahmen zu erschöpfen. Zitat Ende. Und auch wir in der Deutschen AIDS-Hilfe haben uns wieder auf das Wesentliche besonnen und unser altes Motto bestätigt: keine Rechenschaft für Leidenschaft. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Dirk. Also, kennte ich ihn nicht, würde ich diesen Aufsatz jetzt unbedingt lesen wollen. Das war großartig. Danke, Dirk Sander. Bleib uns gewogen, im Übrigen so wie wir dir gewogen bleiben wollen und werden. Das war schön. Und jetzt kommen wir, ich darf übrigens nochmal sagen, haben Sie Fragen, haben Sie Beiträge, mailen Sie uns an tatztalk@taz.de. Wir werden alle Fragen stellen. Benedikt. Und wir kommen gleich zur nächsten Vorstellung und damit auch zu einem relativ aufgeheizten Thema. Aber man kann auch fragen, welches Thema im Zusammenhang mit Sexualität ist nicht aufgeheizt? Denn wir kommen zum aufgeheizten Sprechen über Pädophilie, Pädosexualität, zu einem Aufsatz im Jahrbuch von Jan-Henrik Friedrichs über die Pädophilie-Debatte der 1970er Jahre. Und vorgestellt wird er von Sonja Witte. Sonja Witte arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der International Psychoanalytical University in Berlin. Sie ist psychoanalytisch arbeitende Kulturwissenschaftlerin. Und damit haben wir es auch mit einer Konfrontation zu tun, denn auf den diskurs- und machttheoretisch argumentierenden Aufsatz von Friedrichs trifft damit eine dezidiert vermutlich psychoanalytische Perspektive von Sonja. Bitte, Sonja. Ja, vielen Dank. Also ich habe den Text von Jan-Henrik Friedrichs gelesen mit dem Titel Verbrechen ohne Opfer, die Pädophilie-Debatte der 70er Jahre in Sozialwissenschaften und Schwulenbewegung aus machttheoretischer Perspektive. Verbrechen ohne Opfer, so lautet der Titel der 6. Ausgabe der Zeitschrift Betrifft Erziehung aus dem Jahr 1973. Und diese ist Teil des umfangreichen historischen Materials, anhand dessen sich Friedrichs mit der Fragestellung beschäftigt,
In welchen Kreisen fand in den 70er Jahren die Annahme Anklang, dass es sich bei pädophil motivierten sexuellen Handlungen an Kindern um ein Verbrechen ohne Opfer handele? Und vor allem, warum fand diese Annahme Anklang? Friedrichs erste These lautet, die Pädophilie-Debatte hatte ihren Ort nicht nur, wie gemeinhin bekannt, im linksalternativen Milieu im Zuge der sexuellen Revolution und in der Schwulenbewegung, sondern darüber hinaus auch im sozialwissenschaftlichen Kontext. Es hat mir Spaß gemacht, den Text zu lesen. Er ist detailreich, ohne sich in Details zu verlieren, klar strukturiert und prägnant argumentiert. Im Wechselspiel zwischen konkreten Beispielen und historischen Einordnungen bekommen die Leser und Leserinnen Einblick, welche unterschiedliche Vorstellungen, Motive, Denkfiguren vor welchen historischen Hintergründen hier zusammenliefen. Es geht Friedrichs dabei nicht um eine Geschichte der Pädosexualität, wie er betont, sondern um das Sprechen über Pädophilie und dessen Bedeutung für größere gesellschaftliche Kontexte. Und aus dieser Perspektive ergibt sich seine zweite These. So unterschiedlich auch die Nahtstellen zur Pädophilie-Debatte in den Diskursen jeweils beschaffen gewesen sein mögen, für alle drei gilt, so Friedrichs, Zitat, die Argumente der Apologeten der Pädophilie trafen auf Verständnis, weil gesellschaftliche Machtverhältnisse konsequent ausgeblendet wurden. Friedrichs zeigt an Beispielen plastisch, wie sich Generationenverhältnis, Sexismus, Klassismus und Rassismus einschrieben. Um ein Beispiel herauszugreifen. Im schwulen Magazin Du und Ich schildert im Jahr 1972 der Leser Vinzenz in der Rubrik Problemecke, er fühle sich zu Jungen zwischen 10 und 14 Jahren hingezogen, wolle einerseits nicht kriminell werden, sich andererseits aber auch nicht zeitlebens auf Onanie beschränken. Der Ratgeber stellt unmissverständlich klar, warum Kinder bis zum 14. Lebensjahr rechtlich geschützt werden müssten. Doch weiß dieser auch um einen Ausweg aus Vinzenz Dilemma. Dieser solle doch nach Marokko reisen, wo für früh entwickelte arabische Jungen der Sex mit Touristen eine Selbstverständlichkeit sei. Besonders interessant an Friedrichs Darstellung finde ich, dass verschiedentlich brüchige und widersprüchliche Aspekte dieser Vorstellung und Bilder hervortreten. So erhielt zwar die Forderung nach einem liebevollen Umgang mit Kindern in erziehungswissenschaftlichen Diskussionen in diesem Zusammenhang eine sexuelle Note, aber zugleich wurde die Sexuelle wieder verdeckt von Idealisierungen rein zärtlicher Liebe. Auch für die Schwulenbewegung sind Friedrichs zufolge derzeit Verwischungen von Zärtlichkeit und Sexualität zentral, ebenso wie unklare Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsensein. Insgesamt hält Friedrichs bezüglich des sozialwissenschaftlichen Diskurses eine auffällige Ambivalenz fest. Wurden auch Argumente einer vermeintlichen Unschädlichkeit pädosexueller Handlungen aufgenommen, so scheinen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Kontakt mit diesen Gedanken zugleich zu scheuen. Eingehendere Diskussionen fanden laut Friedrichs niemals statt. In diesen Auslassungen, Verwischungen, Ausweichbewegungen deutet sich meiner Einschätzung nach Konflikthaftes an. Offenbar integrierten sich Argumentationen aus der pädosexuellen Bewegung nicht umstandslos in die jeweiligen Diskurse. Das wirft die Frage auf, warum? Was störte eine reibungslose Übernahme der Argumente für eine Entkriminalisierung? Auf diese Frage gibt der Text von Friedrichs leider kaum eine Antwort. Vielmehr bietet der Autor seinen Leserinnen zum Ende seines Textes eine sehr eindeutige Deutung der Pädophilie-Debatte an. Zitat: Handelt es sich hier tatsächlich um den Kampf einer unterdrückten sexuellen Minderheit? Oder ließe sich die Debatte nicht eher dahingehend deuten, dass hier weiße europäische Männer die folgenlose Inanspruchnahme von Privilegien forderten? Obgleich diese Betrachtungsweise ganz offensichtlich, wie der Text von Friedrichs ja zeigt, interessante und wichtige Aspekte eröffnen kann, lässt mich diese Alternative doch etwas unbefriedigt zurück. Bei der machttheoretischen Perspektive Friedrichs scheint es sich mir um eine etwas sparsame Theorie zu handeln, die erstens die Frage nach gesellschaftlichen Machtverhältnissen darauf verengt, welchen Interessen strategisch Vorschub geleistet wird, und mit der zweitens meines Erachtens ein Verständnis von Sexualität und Begehren zumindest nahegelegt ist, welches diese auf eindeutige Interessen und Bedürfnisse beschränkt und somit konflikthafte Dimensionen ausblendet. Aber vermutlich gerade deswegen regte mich der Text zum Nachdenken und zu Fragen an, wie zum Beispiel,
Wie lassen sich die von Friedrichs dargestellten Widersprüchlichkeiten dieses Diskurses in ihrem Aufkommen und in ihrer Wirkweise verstehen? Inwiefern verweisen diese eben über strategische Interessen hinaus auf Ängste, Abwehrbewegungen, Fantasien, Konflikte gegenüber dem Thema Pädophilie? Und was offenbart das von Friedrichs analysierte damalige Sprechen über Pädophilie über das heutige Sprechen über Pädophilie? Könnte dieses Entweder-Oder am Ende des Textes nicht auch ein Symptom für aktuell weiterhin Beunruhigendes sein, welches von diesem Diskurs der 70er Jahre ausgeht? Denn, was im Text von Friedrichs unerwähnt bleibt, zeitlich überdauernd bilden Bilder des Pädophilen, also gesellschaftliche Diskurse über sogenannte Kinderschänder, nach wie vor eine Projektionsfläche für beunruhigende Aspekte des Sexuellen, die sich nicht zuletzt nach wie vor auf verschiedene Weisen auch mit homophoben Ressentiments verknüpfen. Vielen Dank, liebe Sonja. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen vielen Dank für den nachdrücklichen Hinweis aufs Widersprüchliche und auch auf die sehr interessante Wendung in die Aktualität. Das fand ich wirklich sehr anregend. Danke, Sonja. Ich kann mich, wenn ich das noch eine Bemerkung machen darf, ich kann mich noch daran erinnern, Jan Hendriks Lecture war die letzte vor Corona und wir hatten den Konferenzsaal in der Taz nutzen können. Er war proppenvoll. Also das waren auch, es gab ein kleines Mikroskandälchen, an den sich auch die AfD in Berlin noch hängen wollte und hat sie auch getan, aber es blieb resonanzlos. Taz fördert irgendwie Pädos, weil da nämlich auch tatsächlich Pädoverein, Pädophilie, Versteher, Vertreter irgendwie mit präsent waren, ohne dass wir sie rausgeschmissen hatten. Wir wussten auch gar nicht, wie wir sie jetzt rausfiltern sollten. Und fand diesen Aufsatz, dein Urteil, vor allen Dingen ein Plädoyer, dass wir da unbedingt weiter in der Debatte bleiben müssen. Jan Hendrik hört hier zu und ich glaube, das wird ihm gefallen. Danke. Ja, vielen Dank, Sonja. Nochmal der Hinweis darauf, dass Sie gerne Fragen stellen können, sowohl allgemein an uns alle als auch an bestimmte AkteurInnen. Wir bleiben bei der nächsten Vorstellung in den 70er Jahren und auch das Thema Pädosexualität wird in dem Aufsatz, der jetzt gleich vorgestellt wird, angesprochen. Es handelt sich um die Lecture von Antoine Idier, eine homosexuelle Politik der Zerstreuung über den französischen Theoretiker der radikalen Schwulenbewegung Guy Occhomgem. Darauf hinweisen möchte ich besonders, dass dieser Text aus einer deutsch-französischen Zusammenarbeit hervorgegangen ist und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dem Autor Antoine Idier und auch dem Übersetzer dieser Lecture, Lukas Betzler, bedanken, dass wir diese internationale Perspektive ins Jahrbuch bekommen haben. Vorgestellt wird die Lecture von Laura Papachristos. Sie ist Anthropologin in Berlin, beschäftigt sich in ihrem Fach mit Sexualität, Differenz und Materialismus und sie ist enorm charmant und hat jetzt das Wort. Danke. Hallo, guten Abend. Ja, ich hatte das Vergnügen oder ich durfte den Artikel lesen, eine homosexuelle Politik der Zerstreuung zu Guy Hockengams, das homosexuelle Begehren. Verfasst wurde der Artikel, das hat man jetzt schon gesagt, vom französischen Soziologen Antoine Idier und übersetzt von Lukas Baxter. Das homosexuelle Begehren, wie eben das Werk heißt, um das es auch ein bisschen in den Text geht, wurde 2019 neu herausgegeben in Deutschland von der Edition Nautilus. Und es handelt sich um einen Text aus den 70ern, geschrieben von einem sehr schillernden Marxisten und schwulen Aktivisten aus Frankreich, der besonders aktiv war auch in der Front Homosexuelle d'Action Révolutionnaire, in der lesbische und schwule Aktivistinnen zusammengearbeitet haben. Der Name ist eben Guy Occhomgem. Ich befürchte, ich werde mit dem Namen Probleme haben. Das Buch verkörpert, so Idee, ein nach dem Mai 68 neu aufkommenden Stil der Philosophie und Politik, und zwar mit einem wilden Humor und einer respektlosen Theorie. Occhomgem gerät von prominenten Intellektuellen durch seinen Tod 1988 an den Folgen von AIDS und durch die konservative Revolution des Frankreichs der 80er, 90er Jahre in Vergessenheit. Seine Texte erlangten aber in den 1990ern und 2000ern über den Umweg über die USA und die Queer Theory erneut Popularität in Frankreich, Avant la lettre und all das.
dir selbst schwärmt von der anmutigen Aura Håkan Gams und er empfiehlt der Leserin, sich im Film The F.H.A.R. von Karol Loudoussopoulos einen Eindruck davon zu machen. Und Edirs Text ist eine begehrliche Aufforderung, Håkan Gam zu lesen. Edir macht es sich hier zur Aufgabe, und das ist eine schwere, eine historische und intellektuelle Einordnung des Werkes gegen die Gewalt der Nachwelt, die Wahrheiten und Anachronismen und falsche Zuordnungen zu leisten, ohne dabei gleichzeitig ihn als Klassiker handzahm zu machen. Im Gegenteil, unsere Lektüre soll eine Liebesart sein. Mein Versuch jetzt ist also der einer zerstreuten Verführung in drei Schritten. Håkan Gam verführt zur Dispersion, zur Zerstreuung in alle Richtungen, zum Durchgang durch die Homosexualität hin zum Ende der Heterosexualität als Unterdrückungsverhältnis. Edier verführt zum Håkan Gam-Lesen und ich, so meine Hoffnung, zum Edier-Lesen. Zum Beispiel hat er auch eine Biografie geschrieben. Dir gelingt nicht nur ein sehr umfassender Überblick über die verschiedenen Stationen Håkan Gams Leben und Denken in einer sehr kompakten Form. Er greift auch immer wieder auf die Widersprüche und Konflikte auf, die uns auch jetzt noch in linken und schwulen, lesbischen Diskussionen herumtreiben. Er macht deutlich, wie eng Håkan Gams homosexuelles Begehren von ihm in seiner Politisierung als bestimmte Subjektivierung gesehen mit seinem regen Denken zusammenhängt. Und es musste auch ständig in Bewegung bleiben und sich gegen die Widersprüche seiner Lebensrealität behaupten. Seine linken Genossen zum Beispiel kämpfen mit den Schwarzen um ihre Rechte, aber beschimpfen gleichzeitig die Polizisten als Arschgefickte, als sei das eben etwas Verwerfliches und ihn als perversen Kleinbürger. Und auch das meinen sie nicht nett. Die Widersprüche finden sich in Bewegung und Denken und so bewegt er sich immer zwischen Affirmationen und Zurückweisungen der Kategorie der Homosexualität. Sein Projekt ist Dispersion, sich eben in sämtlichen Richtungen zu zerstreuen und nie dort zu sein, wo der Feind ist. Edier bringt Kontinuität in das Werk, indem er betont, dass die Vorstellungen und Politiken der Verschiebung und Zerstreuung eng verbunden sind mit einem sehr strategischen Verständnis von Politik und weist auch auf die Schwierigkeiten hin, dass gerade diese Positionen und deren Verschiebungen im Nachhinein nicht festzuschreiben sind. Denn gerade darin, dass sie eben nicht eingefroren sind, liegt ihre Prägnanz und ja, vor allem die Prägnanz der oftmals sehr polemischen Eingriffe. Håkan Gam fordert einen schamlosen Transversalismus, eine Politik der Beunruhigung. Edier beschreibt dabei die Idee des Durchgangs als zentral. Eine Handlung, eine Forderung oder ein Standpunkt erhält nur in Beziehung zu ihrem Kontext, nicht aus sich selbst heraus wert. Sie muss die Fähigkeit haben, eine Hegemonie, eine Normalitätsstruktur oder einen bestehenden Konsens zu stören oder zu schwächen. Und dabei geraten natürlich auch Marx, Freud und Lacan in die Kritik. Ich muss sagen, dass ich diese Anti-Ödipus-Komplex-Situation der Denker der französischen Intellektuellen dieser Zeit mir manchmal sehr, sehr anstrengend ist und auch wie sie jetzt noch in unsere Gegenwart schwappt, mich manchmal irgendwie dazu hinreißen lässt, das sehr oberflächlich zu finden oder in meiner alten Hexenhaftigkeit zu denken, dass es irgendwie ein sehr endloses Spiel unter Männern ist, die sich nun, um der Macht des väterlichen Phallus zu entgehen, gegenseitig den Hintern hinstrecken und auch das nur theoretisch. Aber ich muss auch sagen, dass mir Iliers Text Lust auf das Abenteuer des Denkens und Handelns gemacht hat, dass Håkan Gams Auseinandersetzung mit der Welt zu versprechen scheint und auch zu sehen, welches Potenzial dahinter steht und was eine wirklich leidenschaftliche Auseinandersetzung mit seinen Positionen und auch den Konflikten und Widersprüchen, die diese bedeuten, für uns auch bedeuten kann. Und das vor allem im Hinblick auf gegenwärtige innerlinke Diskurse und auch queere Diskurse um Hegemonie, die eine Politik der Beunruhigung sich ja sehr gut vertragen könnten. After. Vielen Dank, liebe Laura. Vielen Dank für diesen Verführung zur respektlosen Theorie. Das hat mir sehr gut gefallen, sowohl die Verführung als auch der Begriff nochmal der respektlosen Theorie. Denn respektlos versuchen wir, glaube ich, im Jahrbuch Sexualitäten auch auf breiter Front zu sein, immer wieder. Vielen Dank, Laura. Ja, danke, Benedikt. Und jetzt kommen wir zur nächsten ersten Leserin. Und das ist die Historikerin. Sie arbeitet mittlerweile an der Universität Bielefeld. Sie hatte unter anderem, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen,
an der Gesamtedition der ultraphilologischen Ausgabe Hannah Arendts, erscheint auch bei Waldstein, mitgewirkt. Und sie ist vom kommenden, von dieser Ausgabe an, die im kommenden Jahr erscheinen wird, Mitherausgeberin des Jahrbuchs Sexualitäten. Herzlich willkommen, Vera Kallenberg. Ich möchte ganz kurz noch zu dem Text sagen, den sie jetzt vorstellen wird. Das ist mir eine ganz besondere Freude gewesen, diesen Lecturer für uns zu gewinnen. Das ist Monty Ott von der jüdischen Queer-Gruppe Keshem. Und es war eine Instruktion mit ihm, genau über das Thema zu sprechen, das möglicherweise zu den blinden Flecken der gesamten Intersektionalitätstheorie gehört. Vera, wie schön, dass du dabei bist. Have your fun, have your read. Willkommen. Ja, hallo. Ich bin Vera Kallenberg und ich freue mich, heute in die Problemkonstellation des Essays von Monty Ott, Übersetzungsfehler oder Ausdruck deutscher Erinnerungsabwehr, Queere in Klammer, JüdInnen als lebende Widersprüche zu intersektionaler Analyse in Deutschland hineinzuführen. Der Essay behandelt Konzeption und Adaption des Intersektionalitätskonzeptes in Deutschland, besonders die Leerstelle Antisemitismuskritik und jüdische Erfahrung, sowohl politisch-praktisch als auch konzeptionell-theoretisch, wobei ein Fokus auf queeraktivistischen bzw. queerfeministischen Kontexten liegt. Da Intersektionalität aktuell entweder gänzlich unkritisch übernommen oder gänzlich abgelehnt werde, schließt er an, Zitat, sachliche Einsprüche, die das Konzept auf seine Leerstellen hin befragen, ohne es gänzlich zu verwerfen, beziehungsweise an jene an, Zitat, die es kritisch in die Antisemitismusforschung übertragen haben. Im deutschsprachigen Raum steht dafür die in der Tradition der kritischen Theorie stehende Soziologin Karin Stöckner. Die kritische Theorie mit dem großen K, und das ist wichtig, dass es die kritische Theorie mit dem großen K ist und nicht die Critical Theory, und die postnarzisstische Gesellschaft in Deutschland bilden dann auch den Ausgangspunkt von Montys Überlegung. Dieses Grundanliegen, also Kritik bestehender Anwendungen und Konzeptualisierung von Intersektionalität sowie die Forderung nach einer kontextspezifischen Anpassung des Intersektionalitätskonzeptes, teile ich. Die besondere Herausforderung des Essays besteht in der Vielzahl von Problemkomplexen, die angesprochen werden und die ich ja leider in der Kürze der Zeit nur aufrufen kann. Dies beginnt mit dem Begriff Erinnerungsabwehr, führt über die Frage der Definitionen von modernem Antisemitismus und Rassismus und ihrem Verhältnis zueinander, zu den Begriffen Race und Whiteness und ihrer Übertragbarkeit auf den deutschen Kontext, zum Komplex Queeraktivismus, BDS und israelbezogenem Antisemitismus. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Leerstelle Antisemitismuskritik und jüdische Existenzweisen, / jüdische Erfahrung, zwar eines der maßgeblichen Probleme des intersektionalen Denkens darstellen, aber beileibe nicht das einzige. Erinnert sei an die Debatte um Aneignung von Theorien und die Legitimität von Sprechpositionen. Ich selbst habe, als ich Intersektionalität vor etwa 15 Jahren kennenlernte, den Begriff als kritisches Instrument verstanden, bei dem es darum gehen sollte, komplexe Konstellationen von Ungleichheit und Differenz zu adressieren. Mit seinem Siegeszug scheint das Konzept heute jedoch sein kritisches Potenzial vielfach eingebüßt zu haben. Ein Instrument, ehemals gedacht zur Komplexitätssteigerung und Sichtbarmachung von Unsichtbarem, hat sich im politisch-öffentlichen Diskurs zunehmend zu einem Instrument der Komplexitätsreduktion entwickelt. Förmchenhaft wird es auf alles draufgelegt, statt historisch und kontextspezifisch Fragen zu formulieren, wodurch gesellschaftliche Phänomene mehr zugedeckt als analysiert werden. Intersektionalität ist, wie die indische Feministin Mary John sagt, durch den Institutionalisierungsprozess von einer Frage zu einer Antwort geworden. Mehr noch, gerade im vergangenen Jahr wurde es zu einem Signalwort, einer Art Code und Wiedererkennungswert, sich als feministisch und antirassistisch begreifender Linksliberaler der Zugehörigkeiten regelt. In den aktuellen Kämpfen um Hegemonie bedeutet dies auch, dass Intersektionalität eine stark negative Konnotation haben kann, in der Intersektionalität mit Identitätspolitik und Cancel Culture assoziiert wird oder eine direkte Linie von Intersektionalität zu BDS-Bewegung, Antizionismus und Israel-Feindschaft gezogen wird.
Dies hat zur Konsequenz, dass man sich, wenn man mit dem Konzept Intersektionalität arbeitet, permanent in alle Richtungen abgrenzen muss. Daher überlege ich immer wieder, die Vokabel Intersektionalität ganz zu verabschieden, was ich jedoch konsequenterweise mit einer ganzen Reihe von zu Klischees erstarrten oder zu erfahrungslos generierten Begriffen tun müsste, allen voran Queer, Gender, Feminismus, Erinnerungskultur, Identität, Inklusion und so weiter. Das heißt, gerade weil Intersectionality auch transregional und global so stark verbreitet ist, bleibt nur, den Begriff so sinnvoll wie möglich zu füllen. Damit fangen die Probleme jedoch erst an. Denn was ist eigentlich der Gegenstand von Intersektionalität? Bei Monti zum Beispiel sind im Angebot, ich zitiere, Differenzlinien, Identitäten, Diskriminierungsformen, Lebensrealitäten, Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrungen beziehungsweise Erfahrungen, die JüdInnen in Deutschland machen und dies in ihrem Zusammenwirken, konkret solche Zitate, die durch Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Migration, Fluchterfahrung, LGBTIQ+-Feindlichkeit geprägt sind. Das heißt, für das Projekt einer intersektionalen kritischen Gesellschaftsanalyse jüdischer Erfahrungen in Deutschland müssten zuerst diese einzelnen, doch eher ungleichen Bausteine bestimmt, konzeptionalisiert und zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Auf einer solchen Grundlage könnte dann Montis Grundthese, dass gerade queere JüdInnen in Deutschland besonders durch Mechanismen der Erinnerungsabwehr betroffen seien, die mir im Text noch nicht ausreichend erklärt scheint, ausgearbeitet werden. Zum Abschluss noch eine kurze Überlegung zum Gesamtframing. Montis eigene Argumentation, die ja detailliert die Problematik herausarbeitet, JüdInnen umstandslos als weiß und mächtig zu klassifizieren, wie etwa in der stark durch die Whiteness Studies US-amerikanischer Prominenz geprägte Diskussion üblicherweise nahelegt, könnte auch nahelegen, die Leerstelle Antisemitismuskritik und jüdische Erfahrung in queerer und intersektionaler Theoriebildung nicht als Übersetzungsfehler, sondern als ihre korrekte Übersetzung zu akzentuieren. Jews don't count, um mit dem Comedian David Baddiel zu sprechen, eben auch in nicht-postnarzistischen Gesellschaften nicht. Ich würde also anknüpfend an Monti formulieren, dass die unkritische Übernahme der angloamerikanischen intersektionalen Theoriebildung durch Nicht-JüdInnen im deutschsprachigen Raum eine Entlastungsfunktion besitzt, die ermöglicht, eine allenfalls oberflächlich erfolgte Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Shoah und den eigenen familiären Verwicklungen beziehungsweise die Nicht-Auseinandersetzung mit diesem Komplex zu legitimieren und antirassistisch aufzuwerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vera, ganz herzlichen Dank. Also ich kann mir vorstellen, so weit geht meine Fantasie, weil ich Monti eigentlich auch mittelgut kenne, dass ihn diese ja, solidarische Kritik extrem freut und also dass auch da die Arbeit weitergeht. Danke. Vielen Dank, Vera, auch von mir. Und wir kommen zum Gespräch des Jahrbuchs, zur Vorstellung des Gesprächs, das der Historiker Wojciech Vukadinovic mit der britischen Radikalfeministin Jane Taylor Jones geführt hat. Das Gespräch entfaltet eine sehr streitbare Position zum Transaktivismus und ich bin sehr froh, dass wir Till Ranulf Amelung gewinnen konnten, diesen Text vorzustellen. Till Amelung ist Autor und Referent zu Themen wie unter anderem Queer- und Transaktivismus. Und er hat unter anderem, ich glaube jetzt mittlerweile vor 2 Jahren, den Sammelband Irrwege veröffentlicht, oder war das 2020? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, in dem Kritik geäußert wird an aktuellen Positionen in Queer Theory und Queer Aktivismus. Und ich freue mich, Till, auf deine Vorstellung. Dein Ton ist noch aus, Till. Du müsstest, glaube ich, den Ton anstellen. Noch ist der Ton aus. Wir können dich immer noch nicht hören, Till. Guten Abend. Genau, super, jetzt hören mich alle. Ja, ich danke Ben sehr herzlich für die
Vorstellung und möchte ganz kurz zu Irrwege ergänzen. Der Sammelband ist 2020 erschienen und die Vorstellung hatten wir in Berlin kurz bevor dann der erste Lockdown verhängt wurde. Ja, nun aber zum eigentlichen Thema. Und zwar freue ich mich sehr, dass ich heute einige Worte zu Saschas Interview mit der britischen Philosophin und Radikalfeministin Jane Claire Jones sprechen darf. Ich muss natürlich vorab sagen, dass sicherlich für die kritischeren Geister im Publikum nicht überraschend sein wird, dass sich aufgrund gerade auch unserer publizistischen Verflechtungen eher Gutes zu sagen habe. Dabei möchte ich zuerst mal auf Sascha selbst eingehen. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass wir uns über die gemeinsame Mitwirkung an Beißreflexe kennen und auch schätzen gelernt haben. Was ich an Saschas Texten, an Essays sehr wertvoll finde, ist, dass er mit einer sehr klugen, sachkundigen, pointierenden Argumentation, aber eben auch mit feinen polemischen Spitzen die Themen zu vermitteln weiß. Eine andere Stärke, und um die geht es jetzt, ist Saschas Führen von Interviews. Hier steht weniger die Polemik als vielmehr die Entwicklung des Standpunkts des oder im aktuellen Fall der Interviewten im Mittelpunkt. Sascha kombiniert seine Wertschätzung gegenüber der Person mit dem Anspruch, Argumentationen und Positionen klar und deutlich herauszuarbeiten. So kann der Rezipient eine Haltung dazu entwickeln. Ablehnen, kritisch, zustimmend, aber niemals gleichgültig. Das ist Sascha auch beim Interview mit Jane Claire Jones wieder gelungen. Hier wird in einer Tiefe nachvollziehbar gemacht, warum britische Radikalfeministinnen ein Problem mit Geschlechterverständnissen haben, die auf der Lesart Judith Butlers beruhen und deren Umsetzung in der Praxis wie über ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen ablehnen. Zuvor war zwar die Aufregung um die Harry Potter-Autorin Joanne K. Rowling medial breit gestreut worden, aber die Hintergründe wurden in der Berichterstattung selten ausführlich mitgeliefert. Diese Lücke schließt nun dieses im Jahrbuch Sexualitäten 2021 veröffentlichte Interview mit Jane Claire Jones. Nun werde ich nicht referieren, was dort geschrieben steht. Das können Sie denn selbst lesen, sofern Sie es noch nicht getan haben. Ich empfehle es Ihnen aber, dieses Interview zu lesen. Vielmehr will ich als Beobachter der Debatte um Geschlecht und um Trans im Besonderen nicht verhehlen, dass mich die Entwicklungen, die inzwischen international sind, auch als Transmann beunruhigen, insbesondere die Polarisierung, die gerade über die sozialen Medien forciert wird. Dies ist eine Gefahr, und zwar für das Wohlergehen von Transpersonen jedweden Geschlechts und von Frauen für Frauen gleichermaßen. Anstatt über komplexe Sachverhalte mit Respekt vor einzelnen Personen und aber auch mit der gebotenen Differenziertheit zu sprechen, gerät es schnell in radikale Zuspitzung und die Frage, ob man denn nun Freund oder Feind ist. Dies ist leider auf allen Lagern oder in allen Lagern dieser Debatte anzutreffen. Ich wünsche mir daher auch, und dass wir uns fragen, in welcher Weise wir in unseren Differenzen zusammenfinden können, ohne komplexe und schwierige Aspekte unter den Teppich kehren zu müssen. Dafür müssen wir einander auch zuhören und verstehen, was uns jeweils bewegt. Saschas Interview mit Jane Claire Jones kann einen Anfang im Nachvollziehen der radikal-feministischen Positionen bieten. Und dies ist der Hauptverdienst, der diesem Interview zukommt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Till, für diese Vorstellung.
des Gesprächs. Danke dir. Ich will noch erwähnen, ich weiß nicht, welchen Musikgeschmack du hast, Till, dass Jane Clare Jones also auch noch wahnsinnig interessante, völlig neue Horizonte eröffnende Perspektiven auf den Sänger Prince wirft. Also das will ich Ihnen unbedingt und will ich euch unbedingt noch als Praline nachreichen. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Erstlesung. Jetzt kommt erstmal ganz herzlich willkommen den Journalisten und Wissenschaftler, Germanisten und Historiker Dr. Jens Biski. Ist er da? Da ist er. Hier ist er. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sekunde, ich muss dich noch ein bisschen preisen. So viel Zeit muss sein. Also ich bin jetzt in diesen Tagen 25 Jahre in Berlin und nach recht wenigen Jahren hatte ich als Kollegen Jens Biski kennengelernt. Er war damals, wenn ich das richtig erinnere, schon bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat wesentlich Anteil daran, dass ich diese Zeitung über die allermeisten Jahre natürlich mit seinen Texten auch gelesen habe, wenn ich mal eine andere Auffassung als eine grundstürzend Liberale mal hören und lesen wollte, dann waren die vor allen Dingen diese Auffassungen und Perspektiven in den Texten von Jens Biski mit repräsentiert. Aber, und darauf komme ich jetzt, worauf es heute Abend ankommt, wenn ich denn mal wissen wollte, wie eigentlich der Osten, Ost-Berlin und so weiter funktioniert, das kann man ja alles gar nicht so ganz genau wissen und dechiffrieren, dann war ich mit Jens Biskis Beiträgen und auch dem, was er mir gesagt hat, immer ganz besonders zufrieden. Also das ist quasi ein Übersetzer sondergleichen. Heute arbeitet er am Hamburger Institut für Sozialforschung. Er ist Mitglied der Leitung der Periodika dieses Hauses, Mittelweg Soziopolis. Das ist ein Online-Magazin im soziologischen Bereich. Heute haben wir ihn hier und er stellt uns Peter Rauschs Miniatur vor. Hallo Jens. Ja, hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Es geht jetzt nicht um Thesen, sondern es geht um einen literarischen Text. Ich kannte Peter Rausch. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwann mal im Sonntagsclub gesehen, nie näher und ich hatte nie etwas von ihm gelesen. Er war ein wichtiger Aktivist der DDR-Schwulenbewegung und das hieß immer überhaupt erst das Recht durchzusetzen, dass es so etwas geben darf wie eine Schwulenbewegung, jenseits von Partei und allen politischen Organisationen, die es gibt. Er hat Ende der 70er, Anfang der 80er eine Erzählung geschrieben, Johannes im Johannes-Eck. Und ich habe, als ich hier zugesagt habe, nicht gedacht, dass ich so viel Vergnügen mit dieser Erzählung haben würde, wie ich es dann hatte. Die Handlung ist ganz kurz. Er erzählt einfach davon, dass es die Zufallsgemeinschaft, die nächtliche Zufallsgemeinschaft in einer Kneipe braucht, damit zwei Männer endlich körperlich zueinander kommen. Der Erzähler Martin sagt das dann selber, allein hätten wir es nie geschafft. Was hätten sie allein nie geschafft? Küsse und Wichsen ohne Pause. Das ist ein wunderbar vergnüglicher, gut gemachter Text. Ich will nur drei Beobachtungen anführen und dann zwei Fragen stellen, die mir gekommen sind dabei. Die erste Beobachtung, was ich an diesem Text mag, ist, dass er sowas wie Subversion durch Leichtigkeit betreibt. Ich habe mein Coming-out mit Klaus und Thomas Mann und mit André Gide zugebracht und da ist mir so eine Leichtigkeit nicht untergekommen anstelle der existenziellen Schwere, die dort herrscht. Diese Leichtigkeit besteht vor allem darin, dass er mit der Idee und der Ideologie von sozialistischer Kollektivität spielt und die einerseits bestätigt und sie aber andererseits verwirft. Es kommen dann in der DDR wichtige Sachen vor, wie etwa das Lebensmotto von Marx, das sagen da vollbusige Blondinen in dieser Kneipe in der Friedrichstraße, nichts Menschliches ist ihnen fremd, heißt es von denen. Und dann wird auch noch auf das Wintermärchen von Heinrich Heine in der DDR ein kanonischer Text Bezug genommen, ein neues Lied, ein besseres Lied. Und da heißt es hier dann in der Erzählung, nein, kein neues Lied, aber ein anderer Ton sollte dabei sein. Und jetzt könnte man viele weitere solche Detailsubversionen aufzählen. Das andere, was ich ungeheuer interessant
finde, ist die Frage, wie erzählt man von Außenseitern? Es ist, Benedikt Wolff hat das erläutert, es gab dann einen Brief des Autoren und seines Freundes an Christa Wolff. Christa Wolff hat geantwortet und in der Antwort sagt sie, man erkenne eine Gesellschaft an den Außenseitern. Und das wird im Grunde hier aufgenommen, indem es in dieser Kneipe, in dieser Bar viele gibt, von denen wir sagen würden, das sind Außenseiter. Also da treffen sich Leute aus dem Ballett, da treffen sich diese vollbusigen Blondinen und andere, die in der Nacht nicht zu Hause sein wollen. Es ist aber, was mir viel wichtiger scheint, vor allem ein ungeheuer inklusiver Ort. Da kann nämlich jeder hin und jeder ist irgendwie willkommen. Das finde ich ganz großartig und wichtig. Ich habe versucht, etwas über diese Kneipe auszufinden, das Johanneseck, in dem ich nie gewesen bin. Und ich habe nur zwei Informationen gefunden. Die erste, es soll in der ganzen Gegend die beste Eisbeinkneipe gewesen sein. Und das zweite, die Taxifahrer sollen da abends sehr gerne eingekehrt sein. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist das Verhältnis zur Normalität, das in dieser Erzählung inszeniert wird, denn der eine Mann, der Johannes, von dem die Rede ist, der hat eine Verlobte und er ist für den Martin so eine Art Stino, ein stinknormaler. Und Martin entdeckt zum ersten Mal, wenn ich das richtig lese, so eine andere Seite an diesen Stinos, findet sie interessant und entwickelt dann so einen erweiterten Normalitätsbegriff. Aber all das endet damit, dass er sich zu sich selber selbstbewusst bekennt. Endet in der letzte Mockereck. Was mir wichtig sind zwei Fragen. Das eine ist eine eher historische Frage. Ich habe bis heute keine ernsthafte Erklärung dafür, warum sich sozialistische Gesellschaften so schwer getan haben mit Homosexualität oder anderen nicht genormten Formen der Sexualität. Man kann jetzt kontingente Faktoren aufzählen, etwa dass Marx und Engels ordentlich homophob waren, aber eine richtig überzeugende Erklärung dafür kenne ich nicht, zumal sie in den 70er Jahren in der DDR nicht prüde waren. Honecker hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass jeder sich auch Kondome kaufen kann und ins Kino gehen mit seiner Freundin. Das war ihm extrem wichtig. Und das Zweite, was mir heute auch noch aktuell scheint, ist über das Verhältnis zur Normalität nachzudenken. Nun ist Normalität ein furchtbarer oder ein problematischer Begriff. Aber wenn man darunter das versteht, was ich nicht rechtfertigen muss, dann ist die Frage, wenn man dazugehören will, wie dieser Martin, verschwindet man dann in der Normalität, transformiert man die Normalität, wie geht man damit um, scheint mir bis heute interessant. Im Text selber heißt es, so könnte mal was normal werden, alle machen mit. Und für Erotik wie für Gesellschaft scheint mir dieses alle machen mit, alle mal ein gutes Motto. Ja, soweit. Danke, Jens. Ich würde auch da sagen, wer den Text noch nicht kannte, hätte jetzt und hat jetzt Appetit. Also das, ich kann das nur wieder betonen, also die Idee, dass Ost und West irgendwie ultrapassig zusammenpassten, ist überfrachtet und man lernt sich kennen und auch an diesem Text lernt man irgendwie viel über das, was wir als den Osten erinnern. Danke, Jens Biski. Ja, und tausend Dank für das wunderbare Foto. Da sieht man, dass Ost und West doch gut zusammenpassen, weil genau so eine Situation könnte man auch in Schöneberg fotografieren. Die wussten auch nicht, wie sie mit Ecklösungen, die im Krieg kaputt umgehen sollen. Toll, dass du dabei warst. Wir treffen uns gleich. Benedikt. Ja, was gibt es noch im Jahrbuch? Wir geben noch einen ganz knappen Überblick über die übrigen Texte. Vom Essay haben wir schon gehört. In der Sektion der Lectures haben wir eigentlich auch schon über fast alle Lectures was gehört, mit Ausnahme der ersten und der letzten. Eröffnet wird die Reihe der Lectures durch einen Beitrag von Aaron Lahl. Er schreibt über den bedeutenden Theoretiker Herbert Marcuse, auf den sich viele der 68er ganz zentral bezogen haben. Und Aaron Lahl stellt vor allem die Frage, ob Marcuses Theorie veraltet sei heute. Und er geht dann
dem Besonderen an Marcuses Rezeption der Psychoanalyse nach und zeigt auch auf, wo es da zu Verfälschungen kommt. Und Aaron endet mit der provokanten These, nicht Marcuse sei veraltet, sondern die Sexualität. Und was das bedeutet, können Sie im aktuellen Jahrbuch Sexualitäten nachlesen. Geschlossen wird die Rubrik der Lectures von einem Text von Esther Kovacs über Gender als Feindbild der Rechten und die Probleme mit einer progressiven Einheitsfront. Und Esther Kovacs stellt die Frage, wie sich eigentlich politisch sinnvoll auf die Frontstellung der Rechten gegen das, was sie mit dem Begriff Gender verbinden, reagieren lässt. Also das ist, sie stellt sehr deutlich eine strategische Frage für die Linke. Und sie kritisiert ganz deutlich die heute überall zu hörenden Aufrufe zur Einheit in der Linken. Denn sie sagt, die Linke darf nicht erstarren an Stellen, wo sie etwas denken müsste, was so ähnlich vielleicht auch schon mal ein Rechter gedacht hat. Sondern Kovacs plädiert dafür, dass dort die Auseinandersetzung anfangen müsste und nicht vorher schon aufhören. Auch die Lektüre dieses Textes kann ich nur sehr empfehlen. Jan. Und dann haben wir ja, das Gespräch ist bereits erwähnt worden, also der Essay ist erwähnt worden. Und dann haben wir noch eine Rubrik, die nennt sich Miniaturen. Das sind kleinere und dennoch intensive und gründliche Interventionen. Da lesen wir beinahe im Anschluss an Monty Ott Benedikt Wolf selber, der über eine komplexen Ungleichheits- und Ressentiment-Forschung schreibt, über die Probleme des Intersektionalitätsansatzes. Till Randolph-Amelung spricht über darüber, wie der Transaktivismus seine Erfolge zu verspielen droht. Götz Wienold, unser Freund mit Wohnsitz in Japan, schreibt über Fritz Hölderlin, Dichter, Mann männlicher Liebe. Und Janine Afken schreibt über Subjekträume, ein Dokumentarfilm über Pelze Multimedia. Misao Wrede, die Kuratorin und Künstlerin, wiederum hat nochmal die Ausstellung im Sonntagsclub aus dem Jahre 2019 verfasst. Sie hat es aufgeschrieben. Das ist tatsächlich die weltweit erste Ausstellung im queeren Kontext zu Weihnachten mit der Familie und welche Wahlverwandtschaften, Positionen der Zuneigung es überhaupt geben kann. Das ist eine Ausstellung im Zusammenhang des mittlerweile gescheiterten Projekts eines queeren Kulturhauses gewesen. Und wir sind total glücklich, dass Misao Wrede das nochmal, also man könnte fast sagen, für die Historie aufgeschrieben hat. Das Scheitern vom queeren Kulturhaus wiederum haben Peter Obstfelder, Architekt, und ich selber aufgeschrieben über die Gründe und woher das rührt. Und das ist auch im Jahrbuch ausführlich auf 7 Seiten nachzulesen mit allen Links und Kontextualisierung. Das sind die Miniaturen. Hinweisen möchte ich noch auf eine weitere Miniatur, die Jan noch nicht erwähnt hat, nämlich eine Miniatur von ihm selber, die sich damit auseinandersetzt, inwiefern und ob das Wort schwul durch das Wort queer ersetzt worden ist im Laufe der Geschichte. Das heißt, das ist ein Blick auf Geschichte aus sprachlicher, begrifflicher Perspektive. Die Lecture könnt ihr einfach so nachlesen, ohne das Jahrbuch zu kaufen, weil sie gestern im Perlentaucher schon vorab erschienen ist. Auch da kann ich die Lektüre nur sehr empfehlen. Ja, und dann haben wir auch noch Rezensionen, richtig? Wir haben auch noch zum Beispiel Michael Schwarz vom Institut für Zeitgeschichte über homosexuelle Seilschaften Verrat. Das ist eine ganz wunderbare Rezension der inzwischen in München lehrenden Historikerin Hedwig Richter. Benedikt Wolf hat über das Buch von Linda Leskau gesprochen. Hervorheben möchte ich auch von Rainer Nikolaisen, der über Moritz Liebeknecht Wissen über Sex, die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung im Spannungsfeld westdeutscher Wandlungsprozesse geschrieben hat. Benno Gammerl hat sich Patrick Henzes, also Patsy Lamola Loves Dissertation Schwule Emanzipation und ihre Konflikte zur deutschen Schwulenbewegung der 70er Jahre angenommen. Marco Ebert schreibt über Ilse Bindseils Buch Es denkt für eine gesellschaftliche Definition des Geistes
und ein Verzicht auf eine Definition des Körpers. Und last but not least, Uwe Friedrich rezensiert den schwulen Opernführer von Rainer Falk und Sven Limbeck mit dem Titel Casta Diva. Also das ist quasi unsere Menü dieses Jahres, Benedikt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob uns das ehren soll oder soll uns das dissen oder ist das subversives Starkinteresse, aber es gibt bisher keine Fragen. Wie soll man das werten, Ben? Also du bist doch in dieser Hinsicht analytisch orientiert. Also es gibt keine Fragen an uns. Ich würde es als Reaktion auf dieses sehr reichhaltige Menü werten, glaube ich. Quasi eine kollektive Verblüffung. Ja, genau so würde ich das verstehen. Werfen wir mal einen Blick aufs Morgen. Was planen wir fürs nächste Jahr? Vera Kallenberg ist die neue Mitherausgeberin. Was machen wir? Stell uns das mal vor. Meinst du mich gerade, Jan? Ja, ich meine dich. Was wir im nächsten Jahr machen, ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht auf dem Schirm. Also wir planen Aufsätze eines polnischen Politikanalysten, inwiefern Konservativismus, also zum Beispiel auch eine Mitgliedschaft in der polnischen Partei PiS mit Schwulsein sehr gut vereinbar ist. Wir haben verschiedene andere Beiträge. Wir werden auch nochmal über Transaktivismus schreiben. Wir werden uns auch mit bestimmten historischen Analysen auseinandersetzen. Da steht der Autor noch nicht ganz fest. Im Kontext der ganzen Antisemitismus- und Postkolonial-Debatte hat ein Autor in Geschichte der Gegenwart, einem schweizerischen Online-Forum, also der klassischen Schwulenbewegung vorgeworfen, im Grunde genommen Geschichte und Aktivismus bis heute zu monopolisieren und alle intersektional zu verstehenden Aspekte dessen, was eine sexual-emanzipatorische Arbeit sein könnte, also nachgerade ausgeblendet zu haben oder auch zu unterdrücken. Damit werden wir uns auseinandersetzen. Die Lectures, die wir schon bereits in den letzten Wochen zur Geltung gebracht haben über Taz Queer Talk und die dann noch kommen, wird es im nächsten Jahrbuch geben. Also das wird jetzt noch sehr arbeitsam. Und dann hören wir jetzt tatsächlich noch ein Kompliment von einem Leser, der Nightmare Reality heißt. Das ist schon mal ganz gut, also eine albträumische Realität. Danke, ich werde es verschlingen, wenn ich drankomme. Ja, was heißt, wenn ich drankomme? Das klären wir später. Wenn ihr es schafft, es zu bestellen, vermute ich. Unser Jahrbuch, ich will nochmal auf dieses entzückende Grün hinweisen, steht in 80 Bibliotheken in aller Welt, Stanford, Mumbai. Wir können das irgendwie alles gar nicht fassen. Wir wissen, dass es im Schwarzwald gelesen wird und es könnte auch bald Lesekreise begründen. Wir tun das alles ganz smart. Wir denken, dass es uns als Stimme vielleicht nötig hat, im querfeministischen Mainstream, also wäre jetzt mal so eine These aus meinem Ärmel geschüttelt. Wir sind gründlich, wir sind von Mainstreams nicht abhängig. Wir versuchen, uns das anzugucken und das popular zu spiegeln, was möglicherweise in der wirklichen Welt gerade anzugucken ist. Ben, schweig mich nicht an, du machst mich schüchtern. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur noch verabschieden und vielleicht nochmal alle Beteiligten einblenden, um uns gemeinsam zu verabschieden. Kommt doch nochmal alle zusammen. Ja, das ist ein gutes Tableau. Und das Tableau wird noch vollständiger, indem ich sage, wir huldigen auch dem ersten, dem ersten Lied des FC Liverpool, We Never Walk Alone. Wir sind von Helferinnen und Helfern und von Kolleginnen und Kollegen abhängig. Und das tun die nämlich auch mit Herz. Peter Rohrmann im Hintergrund hatte das technische Dirigat und die Ombudsmenschen schlechthin des Taz Talks ist meine Kollegin in der Taz, Luisa Faust. Toll, dass wir uns euch jetzt auch sehen. Toll, dass wir uns sehen. Irgendwie habe ich das Gefühl,
Wir sind einmal mehr, was für ein Privileg, nicht blöder geworden. Wie schön, mit euch schlauer geworden zu sein. Euch noch einen schönen Abend. Letzter Werbehinweis. Nächsten Montag geht es tatsächlich mit einem Taz Queer Talk weiter, nämlich mit Norbert Mappes-Niedig und Alexander Friedmann. Sie sprechen über, wie queer war und ist der frühe realsozialistische Osten Europas. Und was ich jetzt schon verraten kann, beide werden zu dem Befund kommen, dass es mal Zeiten gab, wo es im Osten Europas, das, was wir jetzt hier aus unserer Perspektive Osten nennen, dass es da mal wesentlich querliberaler zuging zu bestimmten Zeiten als im Westen, etwa in Frankreich, Deutschland, Niederlande oder auch Großbritannien, ohne jetzt unbedingt an Alan Turing erinnern zu müssen. Das könnte spannend werden. 19 Uhr Taz Queer Talk am kommenden Montag. Jetzt bedanken wir uns bei unserem Publikum. Danke an all unsere ersten Leserinnen. Und jetzt adieu.